Künstliche Intelligenz, KI, ist großartig und macht uns in vielen Bereichen das Leben sehr viel leichter. Doch Experten und Expertinnen warnen davor, dass Computer schon bald eine echte Intelligenz entwickeln und somit in der Lage sind, sich immer weiter selbst zu verbessern. Dann würden sie menschliche Gehirne bei weitem übertrumpfen und somit vielleicht sogar das Ende der Menschheit bedeuten. Können wir dieses Horrorszenario abwenden und eine Super-KI kontrollierbar gestalten, damit sie uns zumindest freundlich gesinnt ist? Alles zu den Gefahren und Risiken einer möglichen Super-KI jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Und danke für euren Themenvorschlag aus der Telegram-Community. Link ist in der Videobeschreibung und am Ende des Videos. Künstliche Intelligenz ist uns Menschen längst nicht nur in vielen Bereichen besonders nützlich, sondern auch jetzt schon überlegen. Wie beispielsweise das Deep Learning-System einer amerikanischen Firma, das menschliche Emotionen schneller und auch genauer als die meisten Menschen erkennen kann. Die KI kann sogar ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheiden. Deep Learning kann aber auch Ärzteteams sehr effektiv unterstützen. Beispielsweise können die Algorithmen lernen, gesunde Zellen von Krebszellen zu unterscheiden, indem sie nach verdächtigen Merkmalen suchen. Zudem kann die KI aber auch nach Wirkstoffen und Medikamentencocktails suchen, die individuell für jeden Patienten und jede Patientin am passendsten sind. IBM hat eine KI entwickelt, die die DNA-Sequenzierung eines Gehirntumors schneller und zuverlässiger analysiert hat als das gesamte Team der menschlichen Experten und Expertinnen. Das sind aber nur zwei von mittlerweile unzähligen Bereichen, in denen die KI im Wettstreit gegen uns Menschen gewinnt. Auch bei der Wartung von Maschinen und bei der Analyse von juristischen Klauseln sind uns neuronale Netzwerke mittlerweile haushoch überlegen. Doch nicht nur das. Einige Experten und Expertinnen sind sich sehr sicher, dass Computer auch echte Intelligenz entwickeln könnten. Schon Frank Rosenblatt, der Erfinder des ersten künstlichen Neurons Perzeptron, hat die Entstehung einer Super-KI vorhergesagt. Seine Visionen klangen damals noch nach Science Fiction pur, aber mit Siri und so weiter sind sie längst zur Realität geworden. Zitat: Spätere Perzeptronen werden in der Lage sein, Menschen zu erkennen und ihren Namen zu nennen. Gedruckte Seiten, handgeschriebene Briefe und sogar Sprachbefehle sind in Reichweite. Nur noch ein weiterer Entwicklungsschritt, ein schwieriger Schritt, ist notwendig, damit ein Gerät Rede in einer Sprache hören und sofort in Rede oder Text einer anderen Sprache übersetzen kann. Doch nicht nur das. Rosenblatt sagte zudem voraus, dass sich diese Perzeptronen irgendwann einmal selbst reproduzieren werden und sich sogar ihrer eigenen Existenz bewusst werden. Seine Vision basiert auf der Annahme, dass das Modell der künstlichen neuronalen Netze die Grundstruktur unseres Gehirns beschreibt. Der US-Zukunftsforscher Raymond Kurzweil prognostiziert, dass eine KI die menschliche Intelligenz etwa im Jahr 2045 erstmals übersteigen wird. Der Philosoph Nick Bostrom beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis zum Jahr 2075 eine Maschine entwickelt haben, die uns kognitiv ebenbürtig ist, mit 90%. Diese könnte nicht nur mindestens so gut wie wir strategisch planen, sondern auch logisch denken, kreativ sein und über eine Intuition verfügen. Solch eine KI wäre in der Lage, sich immer weiter zu verbessern. Diese verbesserte KI könnte sich dann weiter optimieren. Ein ewiger Kreislauf der Selbstverbesserung, also der Fachleuten einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen lässt, weil das auch in wirklich ganz kurzer Zeit passieren kann. Denn die Folge wäre eine Intelligenzexplosion und solch eine künstliche Superintelligenz würde die menschliche Intelligenz komplett in den Schatten stellen. Auf uns würde solch eine KI wahrscheinlich herabblicken, wie wir derzeit auf Insekten. Wenn solch eine Superintelligenz erst einmal geschaffen ist, könnte sie nachträglich wohl auch nicht mehr zu stoppen sein. In der Fachsprache wird dies als technologische Singularität bezeichnet. Es wäre die letzte Erfindung der Menschheit. Doch es gibt auch andere Stimmen, so zum Beispiel Jan LeCun. Er ist der KI-Chef von Facebook. Er ist der Überzeugung, dass mit den derzeit bekannten Technologien keine Super-KI entstehen kann. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Problem, nicht um ein technisches, sagt LeCun. Es geht nicht darum, dass unsere Computer nicht schnell genug wären oder die Software ungeeignet. Uns fehlen grundsätzliche Prinzipien. Somit wird es seiner Meinung nach erst einmal bei einer sogenannten schwachen KI bleiben, die eigenständig lernen kann und sehr präzise und schnell ausgewählte Aufgaben erledigen kann. Eine starke KI
KI dagegen wäre in der Lage, ihr Wissen sogar zu transferieren, also ihr Wissen von einer Aufgabe auf die nächste zu übertragen. Dabei könnte sich die KI sogar eigenständig verbessern. Dazu LeCun: Um das zu erreichen, benötigen wir Computerprogramme, die über so etwas wie einen gesunden Menschenverstand verfügen, irgendeine Form von allgemeiner Intelligenz. Das ist eben der große Unterschied zwischen dem Lernverhalten von Menschen und der KI-Forschung. Menschen, aber auch Tiere, sind dazu in der Lage, anhand weniger Daten zu lernen und das Wissen zu generalisieren. Anders sieht der Lernvorgang bei einem KI-System aus. Hier werden unzählige Texte, Fotos, Videos oder andere Daten benötigt, damit das System auf einen spezifischen Anwendungsfall hin optimiert werden kann. Was aber klar ist, KI-Entscheidungen spielen schon jetzt eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft und haben somit auch immer stärkere Auswirkungen für das menschliche Leben. Expertinnen und Expertinnen weltweit fordern deswegen schon seit längerer Zeit, dass Regeln für die Nutzung von künstlicher Intelligenz aufgestellt werden. Es müssen Antworten gegeben werden auf Fragen wie: Wollen wir Menschen uns einigen, für welche Zwecke KI verwendet werden soll und für welche Bereiche nicht? Denn Maschinen übernehmen schon jetzt kognitive Denkprozesse und könnten somit auch für feindselige Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise für automatisierte Waffensysteme. Eine andere Herausforderung in diesem Kontext ist aber auch in diesem Zusammenhang, dass neuronale Netzwerke einer Blackbox ähneln. Somit können Berechnungen, die am Ende zu einer Entscheidungsfindung führen, nur schwierig oder gar nicht nachvollzogen werden. Haben wir also jetzt bereits die Kontrolle in gewisser Weise verloren? Bei YouTube zum Beispiel kann einem niemand mehr erklären, warum ein Video in den Trends landet und ein vergleichbares nicht. Bezüglich einer möglichen Superintelligenz schlägt der Philosoph Nick Bostrom vor, diese kontrollierbar zu gestalten, so dass sie uns Menschen zumindest freundlich gesinnt ist, beispielsweise indem man dem Supercomputer Regeln einschreibt. Doch dafür wäre ja ein ganzer Moralkatalog notwendig, den eine KI dann schematisch anwenden müsste. Effektiver wäre es vielleicht aber auch, der KI die Fähigkeit mitzugeben, selbst moralische Vorstellungen und ethische Werte zu entwickeln. Ist dies ein Weg, einer möglichen Apokalypse zu entgehen? Die Vorstellung, dass wir uns vielleicht schon bald den moralischen Werten einer Super-KI unterwerfen müssen, ist dennoch reichlich gruselig. Mehr zum Thema gibt es hier: KI, die letzte Erfindung der Menschheit. Anklicken, anschauen und in jedem Fall Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Cooler Kanal. Und wenn ihr nie mehr ein Video verpassen wollt, dann klickt hier drauf. Der unverpassbare, garantierte Telegram-Newsletter. Bis dann. Bleibt dran. Moment, noch nicht geklickt? Jetzt aber.